Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's ein bisschen ab hier. Nein, nicht wegen den Beißern. Nein, wir haben einige Änderungen im Spiel erlebt. Vor allen Dingen Salz sieht jetzt anders aus. Hui. Und wir werden die ganze Zeit von Beißern attackiert. Das Problem löse ich jetzt einmal ganz schnell. Und habe eigentlich vorgehabt, Stalker-Zähne zu suchen, ohne das aufzunehmen. Mir fehlen nur noch zwei Stück. Aber ich habe noch was anderes entdeckt. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Da unten ist es. Das goldene Ei. Ist es ein Stalker-Ei? Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Mein Inventar ist voll, weil ich habe natürlich jetzt, wie gesagt, fürs Cyclops-U-Boot gebastelt. So, die Dinger sind weg, ne? Und wir haben ja eh noch ein bisschen Lebensenergie. Schmeiß schnell was raus, damit wir Platz haben. Und will das Dingen haben. Was ist das? Aufnehmen Kreaturenei. Kreaturenei. Mann, ihr geht mir auf den Keks. Boah, ich komme mir vor wie so ein mächtiger Jedi in diesem Ding. Gut, ey, die sind echt hin, ne? Habt ihr davon. So, ja. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen gesünder wieder. Mir geht schon wieder viel besser. Bin wieder bereit, arbeiten zu gehen auf jeden Fall. Und natürlich ganz normal meine Videos weiterzumachen. So, jetzt haben wir so ein Kreaturenei. Jetzt müssen wir damit irgendwas anstellen, ne? Das ist echt die Hölle los. Und ich würde einfach mal sagen, wir fahren damit nach Forschungsbasis Alpha. Da haben wir ein Aquarium. Suchen mal unser Glück. Ich habe eher das Gefühl, dass wir da drin was Böses züchten. Vielleicht sollten wir doch ein einzelnes Aquarium dafür basteln. Ne? Nicht jetzt tatsächlich das in unseren guten Fischis reinzuschmeißen. Wir müssen das sowieso nochmal scannen. Dann wissen wir auch, was das ist wahrscheinlich. Ui. So, vielleicht finden wir noch einen Zahn unterwegs. Ich guck gerade. Das wäre natürlich äußerst schön. Nee, das sind keine Zähne mehr. Ein Zahn. Was ist das? Achso, jetzt bin ich auf Eiersuche hier. Ist voll Osterfeeling habe ich heute. Mann, haut ab. Immer fährt man durch Schwärme und vernichtet seine Motte damit, ey. Das geht mir voll auf Keks. Gut, Salz sieht anders aus. Das haben sie jetzt gepatcht. Habe ich irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen. Da unten. Salz sieht jetzt so aus. Sieht jetzt einfach salziger aus. Finde ich ganz cool. Gefällt mir. Haben sie schön gemacht. War dem wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit so ein Dorn im Auge. Mit dem Salz, weil das immer nur so doofe Vierecke waren, die da rumliegen. Aber jetzt haben sie es ja verbessert. Sehr schön. Beste Arbeit. Also super Entwickler, muss ich sagen. Die machen hier wirklich am laufenden Band was. Ne? Ich werde oft gefragt, lohnt sich denn der Kauf von Subnautica? Bis jetzt habe ich einfach nur, kann ich nur positiv darüber reden. Also es ist unglaublich viel passiert in der Zwischenzeit. Kann man ja sehen, ich bin schon bei Staffel 9. Und ja, die sind extrem fleißig, die Entwickler. Ne? Einen kennen wir sogar privat. Ne? So, jetzt wollen wir mal was gucken. Was machen wir mit dem Ei? Welcome aboard, Captain. Und was machen wir mit dem Communication Relay? Inventar gespeichert. Okay, ich würde es eigentlich ungern hier mit reinpfeffern. Aber es ist eine Forschungsbasis, hier darf man alles machen. Wo bist du überhaupt, Ei? Wie, jetzt schwebt das hier so rum, oder was? Das können wir gar nicht scannen. Vielleicht müssen wir das ja einpflanzen oder so. Okay, wir haben hier keine Blümchen mehr drin. Dann paaren sich bestimmt unsere Fische nicht mehr. Und ich habe ein bisschen Silber gefunden. Da seht ihr auch hier ein Stalkerzahn. Zwei haben wir noch in der Mutterbasis. Da wollte doch was scannen. Ich habe es doch gesehen. Einfach mal wild reinscannen. In den Fischhaufen da. Oh Gott, wie soll man hier was scannen? Lochfisch, habe ich noch nicht gescannt. Brauchst keine Angst haben. Hat er denn jetzt? Was scannt denn jetzt? Einfach nur reinhalten. Hubfisch. Ach, ich habe die alle noch nicht gescannt. Boah, die vermehren sich aber wie die Hasen hier drinnen. Unglaublich. Boah, ich muss bis auf meine Luft achten. Problem ist, meine Blümchen sind weg.
Und wenn wir das Blümchen einsammeln, dann sind die so gigantisch groß, dass wir keinen Platz mehr haben. So, jetzt muss das Ei aber hier mal reinpfeffern. Ich will das jetzt hier haben. Das macht jetzt hier irgendwas. Er sagt einfach nur Kreaturenei. Weiß der Teufel, was das für eins ist. Wir werden es rausfinden. Es ist ja hier drin. Und es wird auf jeden Fall auffallen, wenn es schlüpft, denke ich mal. So, schmelzen wir noch ein bisschen Eisen. Machen ein paar Titanbarren. Dann soll es auch losgehen. Der Cyclops U-Boot soll ja auch irgendwann mal auf der Welt kommen. Boah, schon kein Platz. Was? Ich brauche 5 Mal. Und dann muss ich da auch noch... Die muss ich auch noch zu Plastalbarren machen. Ei, 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 ei. Eigentlich wollte ich alles sammeln, aber dieses Ei hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Warte, da. Welcome aboard, Captain. Das Ei eiert jetzt da vor sich rum. Mal schauen, was es macht. So, weiter geht's. 2 Zähne noch. Einiges an Titanium. Oh Gott, Lithium brauchen wir eigentlich auch. Und ja, dann haben wir eigentlich schon alles zusammen. Da geht ja rubbel die Katze eigentlich. Ich habe ja mal eine super Turbo-Folge gemacht, wie wir die Seemotte, das Cyclops U-Boot bauen. Autsch. Und dementsprechend wollte ich das eigentlich nicht schon wieder machen. Vielleicht könnten wir ja rausfinden, was eine Pilzprobe ist. Ich habe es immer noch nie rausgefunden. Na, Stromsparmodus. Kriegen wir da volle Energie auf der Motte. Ah, Solarmodul ist einer der besten Module überhaupt. Wow. Das sah aus, als ob das was rammen würde. So, hier könnten wir schon Zähne finden. Aber er sieht schon ein bisschen anders aus, oder? Das sind diese komischen Pflanzen. Ah, guck mal, wer hier ist. Der uns böse Anguckfisch. Ja, ich habe für jeden Fisch einen seltsamen Namen. Er hypnotisiert mich. Oh, das Arschloch. Wieso konnte er denn das? Konnte er schon immer? Aber er hat mich hypnotisiert. Er hat es geschafft. Taschenlampe raus. Na, hier werden wir nichts finden. Was ist das denn hier? Ist das vielleicht eine Pilzprobe? So, pass mal, meine Messer gehen natürlich auch im Arsch. Na, hier werden wir... Boah, hier sind aber viele Ressourcen. Und wieder richtig viel Silber. Oh, Silber ist sowieso... Hier findet man auf einmal Silber. Das war vorher nicht so. Da haben wir es immer meist am roten Biom gefunden, flach auf dem Boden liegen, jetzt hängen sie hier an der Decke rum, die ganzen Silber. Können wir uns die Taschen mal vollpacken mit Silber, wa? Und Gold. Silber und Gold, ah, ich bin reich. Na komm, scheiß auf Silber jetzt. Jetzt haben wir echt genug. Na, jetzt lasse ich dich doch in Ruhe. Hast ja gewonnen. Da, ist aber gut. Na, den noch. Links war noch einer. Also Silber ist jetzt en masse hier vorhanden. Erstaunlich. Was? Schon wieder? Ich habe gerade extra gegessen. So, Basis. Da haben wir das grüne Biom mit den Stalkerfischen, wovon ich wahrscheinlich ein Ei gerade stibitzt habe. Deswegen sind sie wahrscheinlich noch mehr böse auf mich. Aber die beißen mich sowieso immer, ist also egal. Würde ich jetzt gerne noch 2 Zähnchen finden, aber das ist echt ein Akt, diese Kackzähne zu finden. Wirklich, das ist ein Akt, kann man so sagen. Deswegen will ich das eigentlich nicht machen in dem Video. So, das Stasengewehr ganz rein zufällig hier noch gewesen. Ja, scannen das mal. Auch eine wunderbare Waffe, die wir mal nutzen könnten wieder. Eine sehr nette Waffe. Vielleicht finden wir noch eins. Dann haben wir ein anderes Ziel. Ich kann jetzt nicht tatsächlich... Das ist einfach zu öde, wenn ich jetzt schon wieder das Cyclops U-Boot baue mit euch. Nein, ich doch gar nicht. Ich glaube auf. Da. Da habe ich keinen Platz mehr, ne? Ach doch. So, ein Zahn habe ich tatsächlich gefunden. Und das hat vor lange gedauert. Vorher habe ich ein Ei gefunden. Ich glaube, das ist noch seltener als die Zähne. Aber trotzdem finde ich eher ein Ei. Hier auch gar keine Stalkerfische sind. Da müssen auch schon welche da sein, damit man Zähne findet, glaube ich. So macht das nicht viel Sinn. So, wo ist die Motte? Also läuft auf jeden Fall sehr viel besser, das Spiel mittlerweile. Gefühlt. Da. Scanne es. Ich hab Durst.
Und heroische Musik. Ich mache sie kaputt mit Gelaber. Problem ist, wir haben noch den Bioreaktor. Den hatten wir uns ja reingestellt in Untersand. Leider weiß ich nicht, was eine Pilzprobe ist. Ich habe es einfach komplett vergessen. Oder ich weiß es einfach nicht mehr. Was ja dasselbe wäre, ne? So, wir müssen ja trotzdem nach Untersand. Pilze haben... Oh, guck mal hier. Das sind die weißen, ne? Tiefenpilze, daraus kann man auch was machen. Ja, die habe ich mal hier abgeworfen. Oh. Sand. Meine ersten Folge, die habe ich letztes Mal noch geguckt, aus Langeweile. Als ich so im Bett lag und krank war. Da konnte man Sand noch sammeln. Da hatte das jetzt in der Tasche gesteckt, Sand. Brauche ich momentan ja gar nicht. Wäre natürlich auch eine Idee für Glas, ne? Jetzt gucken wir uns einmal ganz nah mal dieses Salz an, das neue. Damit wir das auch genießen, die Änderung. Salzvorkommen. Ich sammle es aber nicht ein, weil ich schon so viel Salz habe. Oder ist das... Nein. Das ist auch keine Pilzprobe, ne? Nein, das ist eine Koralle. Was soll das für ein Pilz sein? Gemeine Korallenprobe. Au. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Es gibt Sporen. Nein, ich dachte, es gibt Pilzproben. Aber das macht ordentlich Aua, solche Pilze zu smashen. Jetzt haben wir die Tasche rappelvoll. Kacke, was machen wir jetzt mit dem Mist? Da hinten ist eine Basis, ne? Achso, ja, meine. Oh. So, es wird wieder dunkel. Schon wieder. Wir bunkern mal alles ein, was wir gerade hier brauchen, weil wir wollen ja hier die Cyclops-U-Boot bauen. Zup. Da oben ist ja hier noch unsere mobile Vehikelbucht, die uns den Bauer dann ermöglicht. Welcome aboard, Captain. Hier haben wir noch Communication Relay. Hm. Tut nicht wirklich was. Noch nicht. Kacke, nee. Säurepilzsporn. Ja, ich kann auch nicht Säurepilze hier zum Beispiel. Das macht auch keinen Sinn. Oh nein, Pinkerpilz, Klapperpilz, Inkenpilz, Pirscher Zahn, Tiefenpilz. Kann man auch nicht pflanzen. Ja, logisch sind. Aber können wir die kultivieren? Können wir die hier tatsächlich reinpacken? Müssen wir einfach mal abchecken. Aber wenn schon, dann packen wir das zusammen. Na, immerhin haben wir schon 3 Pirscher Zähne. Das ist ja schon für mich persönlich ein Riesenerfolg. So, den packen wir auch mit da rein. Jetzt haben wir Säurepilzsporen. Kann man damit machen? Kann man da was craften? Nein, hier nicht. Also wir haben hier tatsächlich Fiber Mesh. Strong Natural Fiber. Comfy. Braucht Windrankenproben. Die sind ja gigantisch geworden, warum auch immer. Und wir haben immer noch nicht getrunken. Ah! Ah, viel besser. Stark ätzendes Fleisch. Wir müssen Pflanzenpötte hinsetzen. Ich sehe nichts. Was ist los? Blumenregal. Na, das ist alles drin. Blumenkasten. Anbaukasten. Ich weiß nicht, welcher jetzt welcher ist. Großer. Zwip, zwap, zwup. Das ist natürlich der für draußen. Sonst könnte man ja draußen nicht basteln. Ja, gehen rein. Wir könnten unsere eigenen Pilze züchten. Und wir auch. Wie cool. Das nicht. Brauche ich eine Batterie? Titan auch nicht? Nein. Oh, wie süß. Kleine Pilzchen. Da pulsieren sie, die Pilze. Wie schön. Wird aber gut, ey. Wird immer mehr. Ja, wir haben noch viel mehr. Eine davon. Also warum, weiß nicht, warum die so groß sind teilweise. Passt nicht. Passt nicht. Haben wir wahrscheinlich schon ausgetestet. Nämlich hier drin. Oh, Buggy. Mauszeiger wegmachen. Der passt noch da rein. Lila, lila, lilane Klapperspore.
Haben wir aber, nee, Quatsch, Sporen. Naja, das ist eine Spore. Wird wahrscheinlich einfach zum ganzen Pilz werden. Und das war's dann schon. Gut, Untersand. Wir müssen da ein bisschen was reinpacken. Machen wir es schön. Schönen Ausflug jetzt nach Untersand. Wir haben auch ein bisschen Appetit, sehe ich gerade. Und da wollen wir noch mal ein bisschen reparieren. Nicht, dass hier uns noch kaputt geht. Das wollen wir nicht riskieren. Welcome aboard, Captain. Ja, rausgefunden, was eine Pilzprobe ist, aber wie immer noch nicht. Vielleicht lesen wir einfach nochmal. Vielleicht ist ja doch was anderes am Stehen auf einmal. Blood nutrient levels decreasing. Calorie intake recommended. Zap, 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 zap. Oh. Oh nein! Das muss ich raten. Da, nee, muss ich nicht. Steht da. Boah. Ich liebe diese Schränke. Na, Salz hätten wir mitnehmen können. Und ganz viel Kupfer. Ganz, ganz, ganz viel Kupfer. Hier haben wir noch Salz. Hab gerade reingeguckt. Quarz. Quarz ist voll. Da ist ja so eine blöde Spore dabei. Aber die Tasche ist frei. So, jetzt müssen wir ganz kurz nochmal zu dem Generator gehen. Einmal Tür zu. Ist wichtig. Aua, Kopf gestoßen. Aufgepasst, das knapp im Bumpfisch. Ja, das dürfen wir nicht mehr abbauen, das ist das Blöde. Weil es jetzt damit verbunden wurde. Da ist er, der Generator. So, Pilzprobe. Windrangenprobe. Ja, das heißt einfach nur Probe immer, ne? Das sind wahrscheinlich ganz normal diese Pilze. Das sind ganz normalen Windranken. Ich nehme das jetzt einfach mal. Hatte ich das nicht schon? Drei Pilze. Was habe ich am Platz? Gut. 1, 2, 3. Was soll's sein? Was soll's denn sonst für ein Pilz sein? Verarsch mich doch. Wo ist eigentlich meine Motte jetzt? Was habe ich getan? Paddel mal schnell in irgendeine Richtung, dann muss ja irgendwo Windranke kommen. Windranke meine ich natürlich. Und da unten haben wir wahrscheinlich ein Seemottenfragment. Und lecker Fische zum Essen. Ja. Da, ein Geri. Oh. Was? Ah, Stasengewehr. Und dann ziehen wir uns den wieder an. Oder frieren ihn sozusagen ein. Das ist mal schön. Bleib stehen. Ah, ich sehe Winde ranken. Brauchen wir Dreie. Auf dem Weg schlachten wir einfach Fische wie bekloppt. Bumeränge, Gerrys. Alles fällt heute in unser Beuteschema. Habe ich das eingesammelt? Nein. Aber niemand soll umsonst gestorben sein, da ist er. So. Ich dachte, warum wird das so dunkel? Ich habe doch Luft. Heilwitzke, was ist los? Sonnenfinsternis. Ah. Oh, das sieht schön aus. Haben wir erschrocken jetzt. Aber gesehen schon mal hier einen Schuss. Deswegen wunderte ich mich nur kurzzeitig. So, habe ich noch Platz für 3? Ja, ne? 2, 3. Riesen Windranken, Mistdinger. Kann man auch nur essen. Und wir haben immer noch keinen Seaglider. Nicht wundern, den... Oh, stehe nicht so drauf auf den Seaglider. Der ist nicht so mein Ding. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Bioreaktor schon so alt ist, weil der gibt es ja schon ziemlich lange im Spiel,
und Pilzprobe damals auch schon drin war. Es gab ja nur diese Pilze, also müssten wir eigentlich jetzt richtig liegen. Bin mal gespannt. So. Hui. Und da sind wir völlig falsch. Rein geht's wieder in der Höhle des Löwen. Er will uns ärgern. Aber auch nur ein bisschen. Es will nicht diese Pilze haben. Verwertet die Winderanke im Laufe der Zeit für... Da steht Pilzprobe. Behalte sie hier. Das hier ist ja richtig. Ja, die verwiesen super schnell. Aber diese Pilzprobe, die macht mich ganz verrückt. Hm. Gut. Vielleicht schaffen wir heute noch, das Stasengewehr zu produzieren. Das wäre voll cool. Ich wette mit euch, es benötigt wieder einen Computerchip. Deswegen gehen wir uns direkt ja schon wieder was holen. Das ist ein bisschen blöd. Was brauche ich denn nochmal für einen Computerchip? Ich hole mal ein Silber aus Sicherheitsgründen. Und ein Gold. Oder zwei Gold, glaube ich sogar. Ah, hier müssen wir auch noch reinbauen, ohne Ende. Leider hatten wir... War das anders geplant? Es war geplant, dass hier Energie entsteht und wir dann hier auch ein bisschen kräften können. Leider müssen wir da ein bisschen umzwitschen. Ja. Kommen alles wieder neu rein. Keine Angst. Aber das hat sich hier anders ergeben einfach. Ja. Frechheit. Mitten im Berg. Klappe zu. Und Kopf stoßen. Welcome aboard, Captain. So, sagt die Energie, ist alles gut. Motte, der geht's richtig gut. Die wollte ich auch noch irgendwie mit einarbeiten. Aber unsere kleine Fabrik hier unten, die funktioniert ja echt gut. Jetzt kommen sogar noch Pflanzen dazu. Wie cool das aussieht. Warum darf ich die hier nicht reinwerfen? Was soll denn das? Ich habe sie extra mitgeschleppt, obwohl hier noch welche liegen. Und nicht essen. Da muss man aufpassen. Stasengewehr. Stasengewehr gehört zu Werkzeuge. Da ist es. Ein erweiterter Kabelsatz. Das ist alles, was wir brauchen. Titan und Batterie ist da. Ein erweiterter Kabelsatz braucht noch einen Computerchip. Ja, Überraschung. Zwei Tischkorallenproben. Hätte ich unterwegs schon mitnehmen können. Hätte ich dran gedacht. Da. Tischkorallenproben. Warum heißt er eigentlich Tischkoralle? Also Tische sind... Irgendwie halten meine Messer ziemlich lang. Wenn sie kaputt gehen, habe ich immer irgendeinen Ersatz dazu noch. Jetzt habe ich aber nur eins, ne? Ne, zwei. Ich weiß nicht warum. Ich habe nur eins gecraftet. Ein Computerchipchen. Und ich hoffe, wir dürfen sofort den erweiterten Kabelsatz machen. Ja. Nötige Equipment war dabei. Oh, ein Terraformer könnten wir auch. Ah, ne, ich mach Stasen mit, ja. Terraformer, von dem müssen wir uns eh früher oder später verabschieden. So, Stasengewehr, wo bist du? Setzen wir dich mal auf die 3. Boah, wie er es in Hand nimmt. Wie cool ist denn das? So, und das macht hier so eine Glocke und hier drin bewegt sich nichts mehr. Außer ich. So können wir herrlich Fische ärgern, ohne sie groß zu verletzen. Hier finden wir einen Stalker, den wir einmal piesacken können. Wir brauchen ja eh noch Zähne.
Wow. Sah aus, als ob er mich angreifen wollte. Ach, du kleiner Furz. Leg ich nicht mit dem Typen an, der ein Gewehr in der Hand hat. Hui. Die sind ja nicht mal Stalker. Ah. Dieses Stalker-Zahnproblem, das habe ich schon länger. Ich bin gerade voll kalt, wenn ich nur ein T-Shirt anhabe. Stalker. Ich will doch nur einen einfrieren. Keine Stalker. In Sicht. Ich habe auch schon ewig keinen Reaper mehr gesehen, muss ich ja auch sagen. Jetzt brauchen wir jetzt, ja, können wir den ja fertig machen damit. Ja, was heißt fertig machen? Wir können den kurzzeitig lähmen. Stalker, Stalker, wo bezeichnet ihr? Das ist doch euer Zuhause-Biom. Ich bin bestimmt an Zähne vorbeischwimmen. Ihr habt bestimmt jetzt schon 15 Zähne gesehen. Ich werde nicht einfach nur eiskalt dran vorbeischwimmen. Och Mann, das finde ich aber auch nicht einen doofen Fisch. Ich wurde ja vorhin 20 Mal gebissen. Und jetzt ist keine Sau da. Es ist wirklich nicht ein einziger Fisch vorhanden. Ein Schwarm. Aber die interessieren sich nicht. Aha, umso länger man drückt, desto weiter fliegt diese Kugel. Dann muss ich dich einfach. Oh. Kann auch zwei miteinander schießen. Was war das denn jetzt? Und? Keine Lust mehr oder was? So kann man die hervorragend scannen. Oh. Na, super geklappt. Einer mehr. So, wir sind kurz vorm Ertrinken. Ich gehe nach der Oberfläche und sage danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge Subnautica. Bis dann. Ich werde noch ein paar Teile sammeln, dann sparen wir uns den Bau. Aber das Fertigen machen wir natürlich noch zusammen. Tschüss.